Nick? Baby! Oh Gott, du lebst! Du hast Zombrex! Ich schaff das. Keine Sorge. Gott sei Dank, Baby. Wir brauchen Hilfe. Ein Fehlschlag. Sie braucht mich. Ich hab die Jungs enttäuscht. Desertiert, Mann! Yeah! Weißt du, was die mit Verrätern machen? Nein, Mann. Was? Oh, Mann! Halt's Maul! Er ist ein alter Freund. Wir waren zusammen im Kinderheim. Das ist schräg. Ihr habt fast dasselbe Tattoo. Ja. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Wir hatten es schon immer. Man muss es reparieren. Vielleicht fehlen ein paar Teile. Ich seh's mir an. Zum Teufel, wo finden wir Benzin? Tja, eigentlich... Gibt's eine Spur? Vielleicht. Ja, da war so ein Kerl. Er sucht nach Annie, glaube ich. Er gibt mir Benzin, wenn ich sie ihm bringe. Ha! Das ist doch toll! Eine Win-Win-Situation. Außerdem hat es diese Kleine echt nicht anders verdient. Ja, aber... Hör zu. Sie haben ein paar Verstecke. In der ganzen Stadt. Ein großes davon soll wohl in Sunset Hills sein. Achte auf dieses Graffiti. Das zeigt, die Gegend stimmt. Ein Zeichen, dass das eine sichere Zone ist. Such einfach weiter. So findest du sie bestimmt. Das kommt mir echt wie ein mieses Ding vor. Ich weiß, sie ist echt süß und so. Aber unsere Ärsche zu retten ist wichtiger, als sie flach zu legen. Ich suche sie. Sag ihr, es ist ein Date. Dann hält sie dich nicht für einen Arsch ab. Also ein Schlagstock, Elektroschocker, war ein Mikro ausgerüstet. Nein. Lass uns zusehen, dass wir hier vorwärts kommen. Bei Sprocken. Lass uns zusammen in den gelben Wagen rein hier. Alter. Da gibt's Schub jetzt. Scheiße, die Karre ist kaputt, Alter. Muss ich mir eine neue suchen, aber ich steig bei dir ein. Einen Moment. Wiedersehen! Ach du Scheiße. Warst du schon mit deiner Karre, oder? Was machst du denn da? Warum fährst du nicht weiter? Biester! Warum denn? Ja. Auf keinen Fall!
Ja, es wäre besser, wenn du irgendwie dein Mikrofon mal lauter stellen könntest, weil ich kann hier fast nicht verstehen. Einfach zu leise. Spiel leiser machen? Kannst du dein Mikrofon nicht mehr lauter machen? Ich kann mein Mikrofon auch ein Ende lauter machen. So, nicht da lang. Und andere Richtung. Da unten nicht da lang. Da ist auch eine Sackgasse, da warst du gestern schon reingefahren. Ja. Hey Kumpel, ein Typ in der Starvilla in Sunset. Sieht aus, als ob er dringend irgendetwas braucht. So, jetzt fahr da hinten durch, da hinten links. Links durch, da jetzt. Das war der geradeaus. So, jetzt rechts ab hier. Gas. Du kannst dein Mikrofon nicht lauter machen, habe ich das verstanden. Verstehe. Wer zum Teufel bist du? Das Mikrofon nicht lauter machen kann. Ich kann mein Mikrofon noch ein Ende lauter machen. Also ich suche nach jemandem namens Annie. Sie da? Woher kennst du Annie? Ich könnte dich reinlassen, wenn du was für mich tust. Und was genau wäre das? Wir mussten unsere anderen Verstecke schnellstens verlassen. Ich musste wichtige Dinge dort lassen. Meine Tätowierausrüstung ist in der Schule und mein Ehering. In dem halbfertigen Haus. Wir wurden verfolgt. Er ist in einer Schachtel. Okay, ich hole dein Zeug, aber dann lässt du mich zu ihr. Genau. Die Tätowierausrüstung aus der Schule, die Ringschachtel aus dem Haus. Achte auf das Graffiti. Okay, Lady. Abgemacht. Thank you.
nicht! Tut mir leid!
Wow. Der ist von meinem Mann. Er ist tot. Und meine Ausrüstung. Du bist okay. Hier, warte. Ich mach die Tür auf. Probier mal. Sie ist irgendwo da oben im Funkturm. Sie am besten selbst. Na ja, gut. Da kommt was rein! Was immer es ist, es lebt noch. Hey, ich will hier raus! Alles zu seiner Zeit, Bruder. Bist du Freund oder Feind? Hey, halt, halt, halt! Ich kenne den Kerl. Hi, Annie. Was tust du hier, Nick? Ich wollte fragen, ob du mit mir nach Ingleton kommen würdest? Da ist was, was du sehen solltest. Verstehe. Du willst mich dem Kerl ausliefern, der mich sucht. Oh, dazu hat er keine Chance. Das wird nicht passieren. Mit Ratten machen wir kurzen Prozess. Moment. Er ist okay. Ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Woher wissen wir, dass wir ihm trauen können? Wir haben ein Flugzeug. Wir reparieren es. Und brauchen Benzin. Red, das wäre die Chance. Halt, halt, halt. Lass es mich beweisen. Nick, das ist Red. Er führt den Widerstand an seit... Ich bin Realist, Nick. Apropos... Könnt ihr mir beim Suchen helfen? Vielleicht kommen wir gemeinsam hier weg. Ja, ich kenne Leute, die Benzin haben. Aber sieh mal, Nick. Die Regierung macht alle Überlebenden kalt, die sie finden. Sie retten sie nicht. Wenn du also ein paar Dinge für uns erledigen könntest, geh Ausrüstung verbrennen, Funkgeräte kurz schließen, Kameras ausschalten. Tust du's, dann haben wir einen Deal. Würden sie echt so weit gehen? Vielleicht musst du auch Realist werden, Nick. Gut, wir haben einen Deal. Du hättest auch keine Wahl. Yeah, baby! Danke für die Hilfe vorhin.
verdammt! Oh yeah! Wir müssen alle aus Weißen! Zieh den Feuer!
Vogel? Bleib mein Feuerschutz! Hier drücken, Beeilung! Ziele, Feinde sind anvisiert! Los, Feuerschutz! Sofort! Zielgreif an! Feinde visiert! Das dürfte klappen! Verbrennen! Hierher, helft mir! Oh.
So. Hallo? Irgendwer hier? Was zum Teufel? Gute Lebern. Moment mal. Leg dich hin und warte, bis du dran bist. Das ist meins. Hörst du? Sie haben das alles von den Leuten. Du kapierst nicht, oder? Man muss die Gelegenheit nutzen. Oder man verliert den Profit. Einfach. Die reinste freie Marktwirtschaft. Sie sind ein Mörder. Ich bin Geschäftsmann. Und du mein neuer Export. Sonnenschein. Sonnenschein, ja. Will mich deine Betonung. Fühlst du deine Kraft schwinden? Damit auf. Oh, ich kann nicht packen. Das ist nur für ein Kleid an. Naja, ich habe ausgekleidet, ich habe schick gemacht. So, ist der Maul, Alter. Da ist er doch! Schlag doch! Jawohl. Komm schon, ich muss ihn bloß greifen. Fresse. Weiter aber, Fresse. Ah, nein. Mehr. Das schaffen wir aber. Geh auf. Müssen schön zusammenbleiben. Ich werfe. So, werfen, ja, kannst du auch machen. Jetzt, komm her, komm her. Sehen Sie sich an, was Sie hier tun. Jawohl, hier haben Sie noch zwei Schläge verpasst. Das haben wir locker. Ich habe gar keine Energie verloren. So, jetzt müssen wir wieder so einen Fottich hier nehmen. Hier ist ein Bottich, den nehme ich mir erstmal. Orangen. Organspieler, achso. Hat er wohl die Lebern haben, ja? Komm her. So, auf den hau ich mich einfach von Latz, Alter. Sie bereichern sich am Leid anderer. Na. Jawohl. Ist der down, ey. Der hat ein starkes Zeug gespritzt, Alter. Sollten wir wieder den Organkühler? Armer, verwirrter Junge. Jawoll, Alter, jetzt hab ich ihn gleich. Ich hab ihn gleich, jawoll! Denken Sie, denken? Jawoll! Oh, er hat mir wieder eine Spritze verpasst. Ey, du Arschloch! Gib mir voll an mit der Säge, Alter. Komm her, komm her! Genau jetzt, ja. Jawohl. Jawoll. Hahaha. Nein. Ja, gefällt euch das? Das versaut meine Gewinnspanne. Sie wollen sich nur die Spritze holen, steckt nur. Was mir gehört. Finger weg von meinem Eigentum. Meins. Nein. Nö.
Au, oh, wow, Level 13 geworden. Ach, das war ein Psycho, ja? 25.000. Scheiße. Da muss es sein. Zünden wir es an. Ich muss mal gucken, ich habe einen neuen Punkt. Nehme ich jetzt für die Haltbarkeit? Jawohl. Habe ich jetzt. Nahkampf-Schlagring. Neuen Special Move, Alter. Ja, wunderbar. Da war richtig XP, Alter. Das hier ist chirurgische Säge. Ja, nimm die mal. So. Und nun? Vorräte verbrannt. Jetzt müssen wir die Vorräte verbrennen. Hier ist noch was. Ich hab mal volle Liebe. Profito könnte ich auch mal essen. So, eins ist kaputt. Ja. Alter, hier ist ja so ein Frauenarztstuhl. Die Leber entfernt. Wo kommen wir denn jetzt hier raus aus dem Puff, Alter? Ich glaube, da hinten kommen wir raus. Hier lang? Nee. Sackgasse. Na, vor allem, wie kommen wir zu dem zweiten Vorort? Ja. Die haben wir oder müssen wir jetzt hier erstmal raus? Genau, ja. Da hinten geht's raus. Exit. Boah, kann die schnell rennen, Alter. War ja geil. Bald ist das, glaube ich, auch einfacher, den Boss zu machen. Sorry, mein Fehler. So, da hätten sie die Vorräte oder was? Ja, ist mit durch. Lass das! Lass das! Hier geht's durch. Rein. Und wieder raus. Müssen wir jetzt die Frau hier beschützen oder was? Deine Säge sieht gar nicht schlecht, Alter. Ja, gut so, Alter. So, komm, Alexander. Wenn die stirbt, ich weiß, das ist glaube ich nicht so schlimm, wenn die stirbt. Was ist das denn bitte? Das aus der Kleider an. Ein guter Tag. Was ist hier noch? Ah, ich muss noch essen. Wunderbar. Hier ist die Vorräte drin. Oh, oh! Das ist eine Barriere. Wenn ich da durchgelaufen wäre, wäre ich gestorben, Alter. Okay. Da muss ich mal gegen schießen. Die Brauer ist futtern wahrscheinlich. Ist hier noch was zu futtern? Dagegen schießen. Gegen die Laserschranke. Ich hab keine Bock mehr. Hier müssen wir durch, hier, wo ich bin. Wenn du noch was hast zum Schießen, dann schieß mal da rein, da in die Laserschranke. Was zur Hölle? Hier durch. Oder so, das geht's auch. Ja, aber hier hinten ist nichts. Ja, aber doch, hier ist unten eine Laserschranke. Die müssen kaputt gemacht werden. Aber das geht am besten mit einer Schusswaffe. Ich habe keine Schusswaffe. Und noch eine Schusswaffe? Nee, muss ich ja so versuchen. Die alte Brauer was zu essen. Ach hier, du kannst so eine Holzkiste nehmen und dagegen schmeißen. So
oder mache ich das gleich? Donut will ich nicht. Liegt hier nichts zu essen, Romeo. Es gibt's ja noch nicht. So läuft das hier. Das sind die Vorräte. Wie soll ich sie verbrennen? Was ist das hier? Dynamit? Motoröl? Ah, das ist gut, ja. Jawohl, das war's. Kehre zum Funkturm zurück. Butteröl, was hab ich denn mit Butteröl, Alter? Giebel schmieren oder was? Oh, ein fettes Bowie-Messer, Alter. Was ist das denn hier? Auch wieder so ein Gebläse. Ich nehme noch so ein Gebläse mit. So. Oh, oh nein! Alter! So raus hier aus dem Hof. Hier ist das Auto. Boah. Will die Alexandra den nächsten Kurs hier. Jawohl. Wunderbar. Lass die auch noch rein, oder? Ja. Hilfe! Ich will ja sterben. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? 1000 Meter. Rechts rum und dann hinten über die Brücke. Das jetzt darüber springen. Oh, ja. Puh. Na, die selbst geschweißten Dinger halten mehr aus. Ja. Ich habe das jetzt schon komplett gepusht, also meine Waffe musste ich 3 Punkte investieren. Die halten jetzt länger und ich habe noch ein Special Proof. Hey! Kein Zombie. Trotzdem. Du hast es geschafft. Toll. Danke. Hör zu, du und Red, ich meine, seid ihr... Hey Annie, ich habe ein Notsignal von Angel erhalten. Oh, du hast es geschafft. Tu nicht so überrascht. Red, was ist los? Angel sagt, es gibt eine Computeraufnahme von den Angriffen auf Zivilisten beim Polizeirevier. Stammt von den Sicherheitskameras. Damit kriegen wir sie, wenn wir hier rauskommen. Mhm, aber zuerst müssen wir Angel holen. Sie glaubt, sie kennen ihre Position.
Ich könnte zum Polizeirevier. Wenn ich nur die Infos aus dem Computer holen soll. Schaffst du das, Nick? Ja. Ja, ich mach das. Okay, Angel ist beim Pool im ersten Stock eines Hotels in Central City. Du gehst zum Polizeirevier und ziehst das durch, dann treffen wir uns hier. Verstanden? Du bist okay, Nick. Du bist in Ordnung. Komm schon, Annie, wir müssen zu Angel. Ich pass auf dich auf. Yeah.